Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mich mal wieder um ein sehr umstrittenes Thema äußern. Es geht um diese aktuelle Krise, in der wir uns befinden. Ich sage jetzt mal ausdrücklich nicht den Namen des Erregers, weil mir schon ein Video gelöscht wurde und zu diesem Thema, zu dieser Thematik auch viele Videos schon gelöscht wurden. Aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Und man kommt aus dieser großen Krise oder man kommt überhaupt nicht drum herum, weil spätestens, wenn man die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzt oder irgendwo einkaufen geht oder in ein öffentliches Gebäude geht, Bibliothek oder in ein Amt, muss man ja einen Mundschutz tragen. Dazu hatte ich mich auch schon in zwei Videos kritisch geäußert. Ich werde euch eines der Videos auch oben in den Infokarten verlinken und in den Videos thematisiere ich eben, was ich darüber denke und wie ich das zum größten Teil umgehe. Also wenn euch das interessiert, dann schaut gern eines der beiden Videos. Ich werde auch das zweite Video dann im Laufe dieses Videos verlinken. Das Video heißt ja, was ich in den letzten Monaten besonders vermisst habe, gerade in dieser Krise. Was man zu hören bekam, war: tragt einen Mundschutz, haltet Abstand, bleibt zu Hause. Das war also die einzige Lösung, um gesund und stabil in dieser Zeit zu bleiben. Aber was ich absolut vermisst habe, also wirklich in einem großen Maße von den Medien, von den Politikern, wie die Mehrheit der Menschen einfach ihre Gesundheit stärken kann, ja, ihre Gesundheit schützen kann. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass ein großer Teil der Bevölkerung eben nicht betroffen ist und gesund bleiben. Und wenn wir von Infizierten sprechen, da bekommen manche vielleicht Angst. Das heißt ja nicht, dass man schwer krank ist. Das heißt nur, dass der Test positiv ist. Und zu den Tests gibt es ja auch schon verschiedene Videos. Der ist ja mittlerweile auch umstritten und hat ja auch eine gewisse hohe Fehlerquote. Also schaut euch einfach mal die Zahlen an und dann wisst ihr, ob diese Maßnahmen wirklich alle nötig sind. Was ich vermisst habe in den letzten Monaten, war zum Beispiel die Aussage, wie man sich einfach gesund ernähren kann. Das Immunsystem steckt zum größten Teil im Darm. Und natürlich ist es dann auch wichtig, sich gesund zu ernähren, um eben den Darm zu stärken und unsere Gesundheit zu schützen und dementsprechend auch zu stärken. Ich bevorzuge pflanzliche Nahrung, ja, einen hohen Pflanzenanteil. Sowas habe ich überhaupt nicht gehört, wie man sich über die Ernährung einfach gesund halten kann. Ich würde auch sagen, lasst die Industriekost weg, also stark verarbeitete Lebensmittel. Wenn ihr tierische Produkte essen wollt, dann schaut, dass ihr diese Produkte nicht aus Massentierhaltung konsumiert. Damit stärkt ihr eure Gesundheit auf keinen Fall. Dann habe ich vermisst, wie man den Menschen aufzeigt, dass sie sich ihrer Selbstheilungskräfte bewusst werden und dass sie sich um ihre mentale Gesundheit kümmern, also wirklich psychisch stabil sind. Stattdessen wurde Angst verbreitet, dass wir es mit einer tödlichen, ernsten Lage zu tun haben. Wir sind alle Gefährder und wir müssen Angst haben vor einem unsichtbaren Erreger. Das ist das, was über die Medien, über die Politik an die Menschen herangetragen wurde. Und Ende Mai oder Anfang Juni hat der Sprecher der Bundesregierung noch getwittert, diese Pandemie ist erst vorbei, wenn es eine Impfung gibt. Das heißt, wir können nur zur Gesundheit kommen über ein Medikament bzw. eine Nadel. Mich würde eure Meinung dazu interessieren, hinterlasst mir gerne eure Gedanken dazu unter diesem Video. Es wird überhaupt nicht gefragt, was kann jeder Mensch individuell tun, um gesund zu bleiben. Das hat für mich auch mit ganz viel Selbstverantwortung zu tun. Und ein Maske tragen und zu Hause bleiben gehört für mich auf keinen Fall dazu. Das Maske tragen ist ja sowieso umstritten, gerade jetzt an den warmen Tagen. Also ich bin froh, dass ich keine Maske tragen muss. Wir Menschen sollten wirklich unseren Lebensstil hinterfragen, ob wir einen Lebensstil leben, der uns wirklich gesund hält, auf allen Ebenen, körperlich, seelisch und geistig. Was viele vergessen oder überhaupt nicht wissen, Angst schwächt unser Immunsystem. Es soll eine Studie geben, die besagt, 5 Minuten Angst bedeutet ungefähr so viel, dass unser Immunsystem für 6 Stunden geschwächt ist. Und das, was ich in den Medien sehe, ist für mich reine Angstmache, reine Panikmache. Und das ist in meinen Augen unverantwortlich. Ich halte es bei dieser ganzen Thematik wie Bejean, der soll schon vor ca. 100 Jahren gesagt haben, der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Pasteur hat ja genau das Gegenteil behauptet und leider hat er Einzug in die Schulmedizin gewonnen. Also wenn wir wirklich gesund sein wollen, dann müssen wir uns um unser Körpermilieu kümmern. Aber nicht nur um unsere körperliche Gesundheit, sondern Gesundheit besteht ja nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf der geistigen und seelischen Ebene. Wir müssen uns also gut um uns kümmern
und wieder absolut in die Selbstverantwortung gehen. Wie kann man gerade in der heutigen Zeit stabil bleiben und vor allem die Angst loslassen und sein Immunsystem stärken? Mein erster Tipp wäre auf alle Fälle, Fernsehen und Radio auszuschalten und nicht mehr diese Angstmache auf sich einströmen zu lassen. Der zweite Tipp, geht in die Natur, in den Wald. Ja, haltet euch ein paar Stunden am Tag, wenn möglich, oder mindestens eine Stunde im Wald, in der Natur oder in einem Garten auf und lasst die ganzen Nachrichten, die ganze Angstmache hinter euch. Mein dritter Tipp ist, geht regelmäßig in die Sonne und lasst euren Körper schön Vitamin D produzieren. Ist auch wichtig für eine stabile Gesundheit. Und mein vierter Tipp, schaue jetzt am Samstag, am 4. Juli um 20 Uhr ein kostenloses Online-Seminar zur antiviralen Ernährung. Dieses Online-Seminar gestalte ich zusammen mit Carlos von den Rohköstlingen. Ihr findet auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar den Link zur kostenfreien Anmeldung. Was erwartet euch in diesem Online-Seminar? Was könnt ihr lernen? Wir sind umgeben von verschiedenen Erregern, Viren, Bakterien. Die sind überall. Wie könnt ihr eure Gesundheit unterstützen? Ihr erfahrt in diesem Online-Seminar, welche Voraussetzungen es braucht, damit Erreger bzw. Viren überleben können bzw. sich auch in unserem Körper gut entfalten können. Beziehungsweise erfahrt ihr auch, wie ihr eure Darmgesundheit durch ein richtiges Ernährungskonzept stärken könnt. Es gibt schnell umsetzbare Maßnahmen, um unsere Gesundheit zu optimieren. Die erfahrt ihr auch im Online-Seminar. Weiterhin ist auch Thema, warum ein Durcheinanderessen von verschiedenen Lebensmitteln die Viren- und Parasitenbelastung erhöhen kann. Und warum selbst biologisch hochwertige Lebensmittel krank machen können. Wenn euch diese Informationen interessieren, dann tragt euch gern zu unserem kostenlosen Online-Seminar ein. Wie gesagt, ihr findet den Link unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Mich interessieren natürlich eure Meinung, eure Gedanken zu dieser Thematik. Wie geht ihr aktuell mit dieser Situation um? Wie stärkt ihr euer Immunsystem? Ich freue mich über einen regen Gedankenaustausch. Bitte respektvoll und höflich bleiben. Zum Schluss noch von mir ein Tipp. Ihr wisst ja, grüne Lebensmittel stehen bei mir hoch im Kurs. Deswegen möchte ich euch daran erinnern, denkt dran, immer gesund grün essen bzw. gesund grün trinken. Ich liebe ja auch gerade aktuell grüne Säfte. In meinem letzten Video habe ich euch auch meine 5 liebsten Säfte, die ich aktuell gern trinke, vorgestellt. Ich werde das Video nochmal oben verlinken. Die grünen Lebensmittel gehören mit zu den basischsten Lebensmitteln, die wir haben und unterstützen unsere Gesundheit auf eine geniale Weise. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig grüne Lebensmittel in Form von Salaten, Wildpflanzen, grünen Sprossen oder eben grünen Säften zu integrieren. Ich wünsche euch jetzt noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, geht raus in die Natur, genießt die Sonne und ernährt euch mit echten Lebensmitteln. Bis bald, ihr Lieben.